Um es kurz zu sagen, das wird Amen ausgesprochen. Aber kein Problem. Und zwar, ja, wie gesagt, ist das der Name Amena. Und die Abkürzung dafür ist eine ganz tolle. Die ist auch ganz wichtig. Antipropagierende Mitgliedschaft eigenverantwortlicher negativer Amüsements. Und zwar haben wir uns mit dem Thema Soziologie bzw. Gesellschaft und Politik auseinandergesetzt. Und die Frage bzw. das Wort, was im Vordergrund stehen soll, ist hinterfragen. Ob wir hinterfragen, was Politiker sagen, hinterfragen, was andere Leute zu uns sagen und ob wir auch immer alles glauben sollten, was uns erzählt wird. Und dazu wird uns jetzt der Simon uns kurz was erzählen. Wie wir jetzt gehört haben, wir uns mit dem Hinterfragen von Parteiprogrammen beschäftigt. Das kam auch aus der Widersprechung zum Beispiel von einer AfD, was wir später noch erläutern werden. Also unsere Idee entstand erst dadurch, dass ich an Nationalsozialismus gedacht habe und André eine Webseite machen wollte. Darüber kamen wir dann, dass wir erst etwas über die AfD machen, über Geschichte und Propaganda. Dadurch wollten wir dann erst noch ein Quiz machen, aber jetzt haben wir uns so entschieden, dass wir es so machen. Und wir haben uns die Website mit HTML CSS gemacht, was ungefähr 800 Zeilen Code ist. Genau. Und zwar gucken wir uns mal die Website an. Sieht folgendermaßen aus. Und zwar sieht man hier jetzt 5 Spalten von deutschen Parteien. Und kurzer Einbürgerungstest. Wer kennt die CDU? Ja, das müssen alle sein, ne? Wer hat schon mal von Angela Merkel gehört? Okay, wer kennt JungTagged? Also wer jetzt nicht aufgezeigt hat, der hat wahrscheinlich gelogen, aber... Ja, und wir können jetzt zum Beispiel hier auf die Alternative für Deutschland gehen und hier werden dann 2 Spalten angezeigt, zu dem jetzt Simon was sagen wird. Also hier sind zum Beispiel die Widersprüche zu sehen. Zum Beispiel hat ein Schwarzafrikaner die AfD mit in Kiel gegründet, aber eigentlich laut Wahlprogramm ist die AfD gegen Schwarzafrikaner und deswegen auch gegen Flüchtlinge. Genau. Also die Kernaussage dieses Projektes ist, dass, wie auch vorhin schon gesagt wurde, das Hinterfragen, was andere Leute, was die Politik vor allem zu uns sagt, zu hinterfragen und halt nicht immer zu denken, was einer gesagt hat, dass es auch wirklich so stimmt. Und das sollen halt diese Gegensätze darstellen, dass einerseits welche sagen, jo, wir sind gegen Flüchtlinge bzw. Afrikaner und wollen die nicht haben im Land. Allerdings ist ein Mitgründer der AfD beispielsweise ein Schwarzafrikaner und da sieht man halt diese Gegensätze. Natürlich gibt es die auch nicht nur bei der AfD, sondern auch bei anderen Parteien, aber das ist jetzt zum Beispiel, weil wir halt nicht fertig geworden sind. Und ja, genau. Dann haben wir noch natürlich ein Quellenverzeichnis angelegt, damit ihr auch hinterfragen könnt, was wir alles gemacht haben. Da haben wir uns auch sehr viel Mühe gegeben. Also, so sieht das aus. Und ja, dann wollte ich nochmal kurz den Moment ausnutzen und meiner Mutter und meinem Papa grüßen und meiner Freundin. Und die sind jetzt, hier ist die Kamera, genau. Hallo. Und ja, danke. Super, danke schön.